In Seven vs. Die müssen 7 Spieler in 7 Days to Die 7 Tage überleben. Allerdings werden ihnen fast alle Möglichkeiten zum Looten weggenommen. Es gibt keine Städte, keine Händler und auch keine POIs auf der Karte. Nur die Wildnis von 7 Days to Die. Gewinnen kann nur der Spieler, der innerhalb der 7 Tage die meisten Punkte sammelt. Dabei gibt jeder überlebte Tag einen Punkt. Den Blutmond am 7. Tag zu überleben gibt 3 Punkte. Und für jede gemeisterte Challenge bekommt man einen weiteren Punkt. Punkteabzug gibt es für jeden Tod und wer sich mit anderen verbündet, wird sofort disqualifiziert. 7 vs. Die Season 1. Zap, zarab, da bin ich wieder, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu 7 vs. Die. Elektro und ich haben uns dieses ultra krasse Format überlegt, sehr, sehr viel dran gearbeitet und ich bin glücklich, euch das Ganze endlich vorstellen zu können. Und wenn du wissen willst, wie du mitmachen kannst, bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Abonnieren nicht vergessen. Und daher, Freunde, wir müssen natürlich auch einen Sponsor... Ach, Quatsch. Gesponsert ist es natürlich von mir und von Elektroy. Und ich würde sagen, okay, let's go. Es wird 7 Kisten mit 7 Gegenständen in der Mitte der Insel geben. Jeder darf nur eine Kiste öffnen. Folgende 7 Gegenstände werden sich in jeder Kiste befinden. Eine Pistole, 28 mal Munition, ein Verbandskasten, ein Jagdmesser, einmal Mineralwasser, ein Penner-Eintopf und einmal Honig. Es wird 7 Challenges geben, also für jeden Tag eine Challenge. Tag 1, Kiste in der Mitte erreichen und looten. Tag 2, Huhn erlegen mit einem Bogen. Tag 3, eine Rahmenform mit Pflasterstein upgraden. Tag 4, Wolf erlegen. Tag 5, Schmiede fertigen. Tag 6, Feuerwehraxt herstellen. Tag 7, Blutmond überleben. Ja, Freunde, ich würde sagen, ultra, ultra krass. Ich habe so einen Hype da drauf. Ich habe so einen Bock da drauf. Natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Platz 1, also der am meisten Punkte zum Schluss hat, bekommt dieses ultra krasse T-Shirt. Und bin ich auch neidisch drauf. Ich glaube, ich muss mir auch eins bestellen. Okay, wenn du dich bewerben willst, komm auf den Discord-Server. Findest du natürlich unten in der Beschreibung den Link. Komm einfach drauf. Ist eh die beste Community, was 7 Days to Die angeht. Und schreib mir oder Elektroy eine DM mit einer kurzen Bewerbung. Warum willst du mit am Start sein bei 7 vs. Die? Ich freue mich und vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein, euer Nordmann. Yeah.